Aber wenigstens Achievement gekriegt fürs Sterben. Kriegt man hier auch noch für was anderes Achievements? Irgendwie, weil man mal was geschafft hat? Nee. Das ist der Hammer. Langsam kann ich es nicht mehr auf die Steuerung schieben. Und das hat richtig was gebracht, hier hinzugehen. Ich muss dahin. Ja, da ist der Anfang. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt bitte nicht hierbei failen. Schlimm genug, dass ich das überhaupt nochmal machen muss. Auch traurig genug. So, dieses Mal... So. Weiter geht's. Ich trau mich jetzt über gar keine von diesen Stacheln mehr zu laufen, weil gerade dort waren ja auch keine schwarzen. Waren ja auch irgendwelche. Ach. Super. Hat sich gelohnt, da zu versuchen, da. Immer der grünen Spur folgen. War geplant. Hat doch was gebracht, hier hinzugehen, auf jeden Fall. Okay. Jetzt werden wir gleich wieder sterben, ja. Alter! Nein! Ich habe gerade versucht, wegzugehen. Oh, wir müssen von dem Ding einfach wegrennen. Und der kommt immer näher, weil wir Schlangenlinie laufen müssen. Er hat aufgehört, oder? Ja. Der geht nach oben. Badlands. Okay. Okay. Meinte einfach mal 20 Black Screens zu machen. Da ist irgendwas, was ganz doll blinkt. Oh shit. Oh shit. Ganz schnell dahin. I gotta find oxygen. Ja, ja. Oh, es grisselt schon. Und es wird dunkel. Doch, das schaffen wir aber. Das schaffen wir. Jetzt läuft er langsam. Sauerstofftank gefüllt. Schätzungsweise 8 Stunden verbleibend. Sauerstofftankversorgung. Sauerstofftankversorgungsfahrzeuge Modell 8A. Diese Versorgungsfahrzeuge werden in 3 Tagen... Das haben wir schon mal gelesen. Schon wieder Escape gedrückt. Nice. War wohl für die Leute, die ja beim ersten Mal nicht gelesen haben. Hier nur gut um, ob ich irgendwo ein weißes Lichtchen aufblinken sehe. Wieder ein Bericht des Direktors, heißt, er wird die ganze Zeit wieder labern. Aber zum Glück gerade relativ leise. Bericht des Direktors, 8.10.1978. Okay, jetzt wissen wir auch ungefähr, in welchem Zeitraum wir uns hier überhaupt befinden. Die letzte Lieferung von zu Hause kam heute an. Menschen, Lebensmittel und Kupfer. Und alles ging verloren. Sie erschienen in einer Explosion aus hellem Licht und einem Donnerschlag. Und die Asche über... Und die Asche ihrer Überreste verwehte im Wind. Ein schrecklicher Anblick. Der Boden rund um ihre Ankunft ist nur ein Fels, der schnell zur Gewohnheit wird.
Es scheint, ich erkenne die Landschaft immer weniger, je mehr grünes Feuer bei unserer Elektroproduktion verloren geht. Aber dies ist nur ein Test. Unser Volk blickt auf eine lange Geschichte mit Versuchen und schwierigen Entscheidungen zurück. Und wir kennen den Kummer besser als jede andere Kultur. Am Ende gingen wir daraus noch stärker und weiser hervor. Hier wird das nicht anders sein. Hier darf es nicht anders sein. Ich werde die Wissenschaftler versammeln. Wir müssen irgendwie wieder nach Hause kommen. Wir haben fast keine Rotation mehr. Die Kinder sehen hungrig aus. Die haben echt Kinder mit hier hingenommen. Aber wir werden überleben, auch wenn ich ins Mütterchen Russland zurückkehren und die Vorräte selbst holen muss. Oder haben die versucht, hier Leben aufzubauen? Dann ist natürlich verständlich, warum hier komplette Familien mitkommen. Das wird auch das Dorf da hinten irgendwo erklären, aber dafür ist hier echt ein bisschen zu... Okay. Der labert immer noch. Alles klar, was soll ich hier machen? Ich spring da bestimmt nicht runter. Okay, die wollten sich wohl hier eine Zivilisation aufbauen. Und das ist ganz schön nach hinten losgegangen dann. Ich suche noch immer die besten Wege raus. Das sieht doch schon richtiger aus hier. Ah. Bonusgegenstand, du hast eine Mineralprobe gesammelt. 1 von 5. Alter Schwede. Damit werde ich jetzt euch nicht quälen, dass ich die suchen werde, weil die können hier überall rumliegen und die war ganz schön klein. Aber vielleicht finden wir ja auch so alle. Rosenquarz, eine große Ansammlung an buntem Quarz. Schön, hier ein Silikatmineral zu finden. Es ist die in der Erdkruste am häufigsten vorkommende Mineralart, etwa 95%, und der Geologe in mir fühlt sich wie zu Hause. Wenn da nicht all diese anderen Verrückten auf diesem Planeten wären. Okay. Es ist wohl so ein Collectible, wahrscheinlich für irgendein Achievement oder so. Wird nicht storyrelevant sein wahrscheinlich. Aber trotzdem... Die werden wir nicht alle finden, niemals. So klein wie der war, wahrscheinlich haben wir auch schon welche übersehen. Vielleicht hätte ich da hinten doch mal runterjumpen sollen, aber das hätte ich niemals überlebt. Never. Never ever. Ever ever? Forever ever? Ever ever ever? Boah, dieses Lied, ne? Das ist mir gerade ein bisschen suspekt, weil irgendwo hier bin ich doch hergekommen, oder? Da muss ich doch wieder zurück können. Da muss ich hoch, oder? Ah, warte mal. Ich könnte es gefunden haben. Nee, das ist da schon wieder zu steil, oder? Ja. Oder muss ich jetzt echt diese 5 Dinger finden, um weiter zu können? Weil dann hätte ich ja wenigstens schon mal ein zweites finden müssen. So viel, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Die sind wahrscheinlich im ganzen Spiel überall versteckt mal. Aber ich stehe gerade schon wieder im Schlauch. Da sehe ich überall so ein bisschen was zum... Jump'n'Run machen, tun. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wenn ich einmal oben wäre, wüsste ich, glaube ich, wie ich da weiterkomme. Warte, hier. Ernsthaft? Hier war ich schon. Und hier beginnt. Really, Nigga. Alter. Ich hätte so ein Stückchen weiter nach rechts schauen sollen, um das hier zu sehen.
So viel dazu. Ich kann es mittlerweile nicht mehr auf die Steuerung schieben. Dafür ist es schon zu oft passiert. So. Da geht natürlich auch direkt was weiter. Da ist was ganz... Achso, das sind wieder Fußabdrücke. Zeit für Antworten. It's time for some answers. Zeit für Antworten. Ich habe erneut eine Spur gefunden. Ihre Spur gefunden. Ich frage mich, wie sie... Ich bin gerade ein bisschen mit den Fingern am Knacken. Kennt ihr das? Macht ihr das auch immer? Ich habe erneut ihre Spur gefunden. Ich frage mich, wie sie überleben kann und ob ich ihr überhaupt vertrauen kann. Ihre Spur leitet mich um die Gefahren. Aber vielleicht ist es nicht... Vielleicht ist es einfach nur Selbstvorsicht. Eines ist sicher, sie möchte nicht, dass ich ihr folge. Und genau deswegen muss ich ihr folgen. Es ist Zeit für ein paar Antworten. Ja, sonst wäre die auch nicht dauernd abgehauen. Boah, muss man eben... Boah, geil. Die wird ja nicht dauernd abhauen, wenn die will, dass wir ihr folgen. Also, da wir da recht haben, der junge Mann hier. Ich würde gerne wissen, wie wir heißen. Ich glaube, das werden wir nicht erfahren. Der schwebt nicht. Also, die hat sich hier anscheinend auch ganz ziemlich grazil durchgeschlängt. Da oben ist sie wieder. Schon wieder ist sie weg. Das hieß gerade wahrscheinlich, was auch immer das für eine Sprache ist, so eine Art wie Scheiße, der hat das ja doch geschafft. Also die scheint immer nach ein paar Fallen irgendwie stehen zu bleiben und gucken, um zu gucken, ob wir ankommen oder ob wir verreckt sind. Ha, guck mal. Citrin, sehr eindrucksvolles Beispiel für gelb gefärbtes Quarz. All dieses Silizium könnte gut genutzt werden, wenn nur dieser Planet gezähmt werden könnte. 2 von 5 habe ich da unten gerade gelesen. Aber das war jetzt orange. War das was anderes, wo wir schon mal eins von hatten? Oder müssen wir einfach 5 verschiedene finden? Ich habe keine Ahnung. 2 von 5 stand da jedenfalls. Man merkt, ich würde schon gerne alle 5 finden. Einfach, weil ich so einen Erkundungswahn immer habe, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, die auch nur ansatzweise Open World sind. Ist das hier so gewollt? Boah, die meint das aber ernst. Da hinten sind wieder Fußspuren. Die Fußspuren leuchten auch nur da, wo der grüne Untergrund ist. Okay, aber das ist ja schon länger klar, ne? Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht? Möglicherweise? Nein. Okay. Hier auch nichts, ne? Ah, ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ah, da links laufe ich nämlich ganz bestimmt nicht durch. Wie hatten die es dann geschafft, den Stein wieder zurückzuschieben? Oder kann die so hochspringen? Keine Ahnung. Ist ja schließlich kein Mensch. Gehe ich mal von aus. Oder irgendein mutierter Mensch. Da hinten ist sie wieder. Hallo? Rede mit mir. Boah, sieht schon schön aus hier gerade. Muss ich ja mal sagen. Muss man einfach mal zugeben. Mache ich mal gerade einen schönen Screenshot. Mensch, Daniel, das war so schlau, F12 zu drücken, wo du da doch deine Aufnahme beenden Taste hast. Gut, dass ich das gecheckt habe. Wenn ich das jetzt nicht gemerkt hätte, wäre ich ein bisschen am Arsch gewesen. Na, ich habe auf jeden Fall einen Screenshot gemacht. Gehört doch voll ins Let's Play dazu machen, also. So ist das ja nicht. That doesn't look safe.
Nein, tut's echt nicht. Deswegen gehe ich lieber hier lang. Und gucke, ob ich da unten ein Collectible finde. Da werde ich wohl nichts finden. Ah komm, hier ist doch eins, oder? Alter, was finde ich denn hier gerade alles noch? Wäre ich über die Brücke gegangen, dann hätte ich das nicht gefunden. Ich weiß, dass da unten was war. Okay, ich hol's mir erst. Die Brücke wäre doch locker eingestürzt, als ob ich das hier übersehen kann.